Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Ich wollte jetzt noch mal eben ganz kurz einen Ausschnitt zeigen, weil wir gerade was herausgefunden haben, was übrigens auch neu ist. Oh, jetzt kann man das übrigens auch sehen. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß, ich wollte da eigentlich nur mal eben draufklicken. Achso, dann zeigt er das direkt also, an. Also jetzt willst du doch nichts zeigen, weil nein, nein, nein. Nee, nee, ich wollte nur mal gucken. Futtertrog, der ist jetzt freigeschaltet, dass man sich den angucken kann. Erhöht die Futterkapazität eines angrenzenden Tierfeldes. Das, ja, gut, das ist der normale Futtertrog, glaube ich, von früher, wenn ich das richtig sehe. Im Besitz 1 von 1. Oh, nee, Bauphasen 4. Doch, doch, das ist doch mit jedes Mal 100 bauen. Aber das Haus finde ich jetzt nicht so wichtig am Anfang. Da würde ich es jetzt besser finden, wenn wir eine Windmühle bauen, weil die gibt uns jedes Mal nach einer Stunde, können wir da hingehen und 5 Edelsteine abholen. Ist nicht viel, ja, aber das ist durchgehend. Sollen wir die erstmal bauen und dieses Bauern ja, machen wir. Dings in der Stadt hier? Ja. Die ist relativ groß. Kriege ich wahrscheinlich nicht hier unten rein, oder? Das ist so ein Viererfeld. Natürlich kriege ich die da nicht rein. Wo stellen wir die denn am besten hin? Hier würde ich eigentlich gern die... Obwohl, naja gut, hier ist zumindest ein bisschen Platz. Dann machen wir das direkt hier neben dem einen. Dann können wir die nämlich beide gleichzeitig abholen. So, da müssen wir jetzt eine Stunde warten. Ist aber sehr groß dafür, dass man 5 abholen kann. Junge, Junge. Dann gehen wir kurz in die Stadt rein. Und... Machen wir nicht. Holen eine Bäckerei. Doch, das machen wir jetzt. Zack. Und haben eine neue Stufe. Hallöchen, Frau von und zu. Wir können nicht das Getreide verkaufen, bitte. Das brauche ich nämlich noch für die Erweiterung von der Tankstelle, ja? Also wenn du was verkaufst, nicht das Getreide. Hab das immer im Hinterkopf. Wir haben auch irgendwie nicht mehr die 75, die wir vorher hatten. Ich weiß nicht, warum. So, Fische. Das sind die Wale. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Die Eier können wir noch verkaufen. Was hast du denn für einen Mini-Teich hier gemacht mit einem Loch? Und da ist ein... Ja, der ist sehr teuer. Da kannst du noch ein, zwei daneben stellen. Im Moment haben wir wieder ein bisschen Geld. Nee. Ist mir zu teuer. Ja, okay, das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wieder 47 dazu. Ja, wieso brauche ich jetzt wieder 50? Cool. Ich verstehe es nicht. Und hier steht Upgrade-Bedingungen. Ach so, wir haben 25 von der Kapazität von 50. Und um die Garage abzugraden, wo wir dann auch 5% mehr auffüllen können, das ist eigentlich ein Witz. Nee, Moment. 5% schneller, glaube ich, ist das. Eine Kapazität von 20 mehr. Da brauchen wir noch 2 Medaillen dann fürs nächste Mal für. Da brauchen wir noch 4 Rosen. Ich weiß nicht, kannst du die noch irgendwo machen? Nee, es dauert 50 Minuten. Also musst du so lange noch on bleiben. 43 Minuten. Dann hast du die 4 Rosen. Haben wir hier hinten? Nee, da haben wir nur die anderen, ne? Ja, aber die brauchen ja dann noch länger. Die brauchen ja 1,5 Stunden. Das heißt, du musst jetzt warten, bis die gepflanzt sind, fertig werden. Das ist blöd, weil ich muss zugeben, dass das doch sehr... Zumindest aktuell, ich weiß nicht, ob es sich noch bessert, sehr, sehr heftig ist mit dem Benzin, dass das ganz schnell leer wird. Ja. Ich finde, das ist im Original, also im ersten Teil, nicht so extrem gewesen. Aber ich weiß... dass es gerade in den unteren Leveln immer blöd war. Also das weiß ich schon. Das habe ich auch noch gut im Kopf. Ja, das war eigentlich nur dieser kleine Ausschnitt, den ich euch noch kurz zeigen wollte, damit wir jetzt hier nichts großartig machen, wenn ihr nicht dabei seid und ihr dann denkt so, hä, was haben die denn da jetzt schon wieder gemacht? Und ja, dann werden wir uns gleich sofort wiedersehen, wenn wir einen neuen Tag haben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2.
Der Epi und ich, wir haben so viel gearbeitet. Wir haben gedacht, wir gönnen uns mal ein kleines Päuschen. Aber nur ungefähr 30 Sekunden lang. Und dann, achso, da muss ich aus dem Fotomodus raus und kann aufspringen und kann euch Hallo sagen und winken. Und der Epi zeigt euch den Hintern. Die Reaktion war jetzt cool, Schatz. Das hast du gut gemacht. Ich gehe jetzt. Ich glaube mir jetzt erstmal Geld. Nein, wo haben wir denn hier? Oh Gott, ich habe jetzt die ganze Zeit meine Farm im Kopf. Wo haben wir denn Fische hier auf der Farm? Da hinten. Ja, du brauchst 25 Fische für die Erweiterung. Ja, deswegen will ich hier angeln. Warte, ich hau dir mal kurz den Köcher auf den Kopf. Und Zucchini, wo hast du denn Zucchini? Die haben wir aber nur 18 Mal. Aber wo? Wieso? Aber ich glaube so nicht, dass das so viele... wir brauchen noch Salat. Wo hast du einen Salat angebaut? Den Salat ist hier hinten. Das kann ich auch. Achso, hier auch, ja. Ah, wir müssen jetzt alles schnell machen, weil wir wollen ja jetzt hier weiter. Wieso bin ich jetzt... Achso, das sind die... da habe ich mich schon gefragt, warum du das so komisch gepflanzt hattest. Aber ich glaube, das ist freigeschaltet worden, als wir das geholt hatten. Ja, wir brauchen keinen Salat. Wo brauchen wir denn Salat für? Ja, um das Haus zu bauen. Okay, ich mach den Salat mal ab. Oh, scheiße, ich habe keinen Dings mehr. Ich muss aber mal ein bisschen weiter weg, weil sonst habe ich überhaupt gar keine Übersicht mehr. Weil das Problem ist, ich hab jetzt heute ein bisschen gesuchtet, weil ich mal ein bisschen Zeit hatte. Ach, hier oben ist noch Salat. Und ich habe jetzt Level fast 33 auf meiner Farm. Und die sieht jetzt komplett anders aus natürlich als das Let's Play von uns. Und jetzt bin ich gerade total verzweifelt alles am Suchen hier. So, warte, die kannst du auch noch machen hier. Den Weizen, den setzen wir gleich auch nochmal neu. Das ist ganz wichtig, damit wir leveln können, ja? Schatz, immer Weizen ist gut, okay? Scheiße. Merkt ihr das? Nein. Nein. Nicht scheiße. Ich hab unser Haus zu Ende gebaut. Wir müssen jetzt nur noch eine Stunde warten. Also ungefähr 2 Folgen. Also, naja, bei der dritten Folge können wir dann das Haus sehen, so ungefähr. Stimmt, ich hatte uns hier auch Fische noch 2 dazu gesetzt, weil ich bin zweimal drin gewesen, um mal eben kurz abzuernten. Also wenn da mal der ein oder andere kleinere Sprung drin ist, dann seht uns das nach. Weil es ist natürlich langweilig, immer dann das Gleiche. Ja, zu beobachten, sag ich mal. Deswegen gehe ich dann... Nein, das ist meine! So! Mach du da die hinten. Und da habe ich mir gedacht, da gehe ich halt so 2-3 Mal auf jeden Fall zwischendurch rein und dann... Wo hast du denn noch Zucchinis? Level ich das. Gesehen habe ich jetzt gerade noch keinen, aber irgendwo müssen wir 18 haben. warte mal, da hinten ist noch freies Land. Vielleicht sind die auch da am A der Welt. Da sind keine drin. Hm. Ich kann gerade auch keine machen, weil die erst im Herbst und Winter dann. Im Frühling und Winter. Hier sind Paprika, Kartoffeln, Melonen, aber keine Zucchinis. Das sind die Melonen, ne? Die setze ich auch mal neu. Ja, und es gab. Das muss ich auch mal kurz erwähnen. Es gab sehr, sehr viel, worüber man jetzt auch noch reden kann. Ich habe noch ein News-Update extra gemacht, was eigentlich morgen rauskommen sollte. Also morgen wäre jetzt der 10. Dieses Video wird wahrscheinlich jetzt erst in ein paar Tagen dann erscheinen, weil ich habe noch 2-3 dazwischen. Habe einiges aufgenommen an News und Stellungnahmen noch vom Entwickler und so weiter. Und ja, heute gab es dann nochmal ein kleines Update, haben wir jetzt eben festgestellt, weil wir nicht zusammenspielen konnten. Das war ganz toll und keiner wusste Bescheid, warum. Es lag aber anscheinend an mir, weil ich schon den ganzen Tag lang in dem Spiel drin war heute. Und entsprechend dann, das Update nicht hatte. Das finde ich auch immer ein bisschen blöd. Das ist bei DBD auch immer so, dass wenn man den ganzen Tag drin ist, die Updates automatisch nicht gezogen werden. Obwohl ich das nicht verstehe, weil das bei dem Spiel neben DBD als einziges darauf steht, dass der die Updates automatisch machen soll. Aber er macht's nicht. Also das ja, wenn du drin bist, kann er sie nicht machen. Ja, dann macht er die nicht. Theoretisch kann er es schon machen, aber ob er sie dann installieren kann, das weiß ich nicht. Das haben wir hier natürlich ein bisschen... Das machen wir so. Also, was wir auf jeden Fall machen sollten, was ich euch wirklich auch nur empfehlen kann, und ich habe schon wieder keine...
der Episode One LP hat sich ins Gästebuch eingetragen. Sollen wir mal gucken, was der Kerl geschrieben hat? Nein. Wahrscheinlich, deine Farm ist dreckig und stinkt oder sowas. Dann auf die Schweine bezogen. Ja, ich habe ja auch keine. Da gibt es übrigens auch Neuigkeiten. Und zwar, nachdem sich einige beschwert haben und ich auch schon eine Quest in dieser Art hatte mittlerweile, dass man ja Milch und Honig abgeben soll in den Quests, wir aber nichts haben, was uns Milch liefert, weil wir haben weder Kühe noch Ziegen und Honig haben wir auch nichts, also zumindest nicht bis dato, wo ich jetzt bin, also Level ja fast 33. Es hieß, dass in nächster Zeit... Also, da ich die Entwickler einigermaßen kenne vom ersten Tag, könnte das bis ein Jahr dauern. Wenn wir Glück haben, wird es schneller gehen. Dass dann auch noch andere Tiere mit eingeführt werden. Und ja, da werden auf jeden Fall, denke ich mal, Kühe dabei sein. Ob dann die Ziegen wiederkommen, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, weil warum sollte man die rausnehmen? Die sind doch so süß. Eine Umarmung. Er hat mir auch eine Umarmung. Ich glaube, ich habe bei dir das Gleiche geschrieben. Nee, bei mir hast du gesagt, du bist doof. Ja, das steht ja gar nicht drin. Trottel. Ach, die Bäume hast du schon gemacht hier. Und ich habe gelernt, dass man immer darauf achten sollte, dass man das Ganze noch erweitern kann. Weil ich musste dann nämlich 3 Erweiterungen hintereinander machen. Weil ich die total vergessen hatte, privat. Und einfach nicht gemacht hatte. Da sollten wir hier auch ein bisschen drauf achten. Und wir müssen natürlich... Soll ich hier hinten mal Kürbisse machen? Weil die brauchen sehr lange und die brauchst du für eine Quest bestimmt bald. Glaube ich nicht, weil bisher habe ich noch keine Kürbisquest gehabt. Aber Melonen wären gut. Achso, Melonen brauchen wir sowieso für die Quest, ne? Aber nee, Melonen, das waren Zucchini. Aber ich... Ja, aber ich mach mal die Melone hin. Hast du nicht Platz... Achso, nee, die sind teuer, ne? Ich wollte gerade sagen, hast du nicht Platz, um... Also ein bisschen Kürbisse, ich sag mal so vielleicht 18 Felder oder so, aber die sind... Ja, ja, mach ich mal. Ich hab schon wieder... Das ist total ätzend. Ich bin jetzt 28 vom Level her. Und ich merke, ganz ehrlich, keinen Unterschied, ganz blöd gesagt, zu Level 1 oder 5 von vom Tankwagen her. Also privat habe ich mittlerweile, ich glaube, 5 oder 6 Tankwagen verstreut bei mir auf dem Platz stehen. Und nochmal Level 5 oder so von der Tankstelle aufgebessert, was wahnsinnig lange gedauert hat, weil man ja immer wieder Medaillen dafür braucht und das nicht so knapp. Ich merke, dass es ein bisschen schneller mittlerweile geht. Also nee, andersrum, dass es etwas langsamer geht, dass man es verliert. Also dass man ein bisschen mehr in Anführungszeichen hat. Aber so richtig vom Gefühl her, ich merke da keinen Unterschied. Also ich habe das Gefühl, ich laufe genauso häufig. Oh, du verbrauchst gerade unser ganzes Geld. Und ich wollte Bäume pflanzen, danke. Ich habe keins mehr verbraucht jetzt. Ich merke es. ich mache noch mal ein paar Kartoffeln, glaube ich, bevor du hier alles... bevor du unser ganzes Geld ausgegeben hast. Wir pleite sind und unsere Kinder und wir müssen dann in der Gosse wohnen. Und was ist mit unserem armen Hund? Und unsere Katze muss dann betteln gehen. Und unser Meerschweinchen, da wollen wir gar nicht von reden. Ich mach Pause. Der Epi, der faule Hund. Erst gibt er das ganze Geld aus und dann macht er Pause. Du hast alles an Benzin verbraucht. Ich kann nichts mehr tanken hier. Mach dir mal ein paar Stinger hin. Hallo? Ich habe ein Benzin gemacht. Ja, ich kann nichts mehr tanken hier. Ja, aber wir sollten... Also da ich selber keinen... Hast du das auch mal gemacht, das aufzuleveln? Mit dem Ding von der Tankstelle? Ja. Hast du da einen Unterschied bei gemerkt? Nee. Also egal wie viele Level ich... Und das war ja eigentlich... relativ schnell, in Anführungszeichen, dass ich hochgegangen bin. Und wie gesagt, ich habe 5 oder 6 von den Tankstellen mittlerweile bei mir draufstehen. Normalerweise, früher war es, glaube ich, so. Es kann natürlich sein, dass es jetzt aktuell verbuggt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, früher war es auch so, dass das abhängig vom Spielerlevel ist. Das stand hier ja auch drin. Und ich meine auch abhängig davon, wie viele Tankstellen du drauf hattest. Also auch... wie viel du dann pro Person nehmen konntest und so. Dass sich das sozusagen ja schneller aufgefüllt hat, weiß ich jetzt nicht. Oder weniger verbraucht hat, keine Ahnung. Aber du hast halt dann schon einen Unterschied gemerkt in dem Moment. Und da merke ich jetzt aktuell nicht wirklich was von. Ach, haben wir überhaupt Clownsfische? Oder ist die Quest jetzt neu reingekommen?
Wahrscheinlich musst du die auch pflanzen. Nee. Ja, und du hast ja unser Geld ausgegeben. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr setzen. Gelber Clownsfisch. Nee. Ja, 700. Ich setze aber trotzdem mal zumindest 3 dahin. Nein. Ich mach mal die Schweine und die ernte ich mal hier eben. Ne? Dann hast du ein bisschen mehr Geld hier. Ja, ja, aber du musst die auch bezahlen. Denk drin. Dann mache ich jetzt 16. Nee, füttern muss ja, ich. Ja, meine ich ja jetzt. Bezahlen im Sinne von füttern. So. Achso, ich wollte mal kurz zur Stadt gehen, weil ich jetzt ehrlich gesagt gerade so gar keinen Überblick habe. Du bist Blumen. Blumen sind immer gut. Was anderes haben wir ja gerade nicht, ne? Ja, dann machen wir das. Weil, wie wir ja wissen, wir haben mittlerweile extremst kleine Lager. Dazu habe ich leider noch nichts gefunden, wie der Entwickler sich das jetzt gedacht hat. Ja, ob man das vielleicht später nochmal anders hat, dass man vielleicht noch was bauen kann. Also man hat ja hier auch was für Lager. Haben wir jetzt hier noch eine freie Wand? Ja, haben wir keine? Nee, das ist ja auch gar keine freie Wand. Moment. Ich kann euch das mal eben zeigen. Hier ist zum Beispiel eine freie Wand. Das war, glaube ich, die fürs Lager hier auf... Nee, Moment, das war das für die Modifikation mit dem Boden, Landschaftsbau. Das war das für Kleidung. Das müsste ich privat noch ausprobieren, aber mir war der Landschaftsbau jetzt wichtiger. Ich vermute, dass man sich das hinstellen kann. Als, da stand nämlich drin, du kannst dich hier umziehen. Ich denke nicht, dass es wirklich zum Umziehen gedacht ist, weil das kann man ja einfach so machen über den, wie nennt sich das? Also wenn man in den Escape reingeht ganz am Anfang, beziehungsweise ins Menü, da kann man sich dann ja die anderen Sachen anziehen. Deswegen vermute ich, dass man da eventuell neue Kleider kaufen kann ab Level 25. Mhm. Und hier, das ist das Lagerhaus, da brauchen wir allerdings 5 Medaillen erstmal für, um das dann wieder freizuschalten. Und da kann man dann insgesamt nochmal sein Lager mit erhöhen. Das sind jedes Mal 10 Plätze pro Level. Und ich meine, bei jedem Level muss man wieder Medaillen bezahlen. Das heißt, mit anderen Worten, es ist sauteuer. Achso, verkauf nicht alles, ne? Weil wir brauchen die Sachen nämlich... Also lass immer so 20 oder so drin. Achso, du hast kein Geld mehr. Außer jetzt von den Äpfeln, die kannst du eigentlich immer komplett verkaufen und die, ja, das sieht so aus wie nur Aubergine, glaube ich. Hallo, nicht die Melonen verkaufen. Ach so, warum nicht? Habe ich doch gerade erzählt. Was willst du denn damit machen? Warum hört der mir zu und genau in dem Moment, kurz danach, verkauft er dann? Die Fische müssen wir auch verkaufen. Ja, aber ein paar brauchen wir ja immer noch, sonst können wir ja keine Sachen machen. So, willst Blumen habe ich schon verkauft. Hier vorne war ich, glaube ich, noch nicht. Ah doch, da war ich auch schon. Den Rest wollte ich drin lassen. So. Ich habe schon mal soweit jetzt alles verkauft. Dann würde ich sagen, dass wir... Wenn ich jetzt wüsste, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Ich denke mal, dass wir wohl oben rechts das nehmen werden. Dass wir dann da in der Ecke nochmal eine Tankstelle hinstellen. Weil das ist relativ flaches Land und da können wir eigentlich gut anbauen. Oder halt eben Bäume hinstellen oder so. Und da sind nochmal Blumen und Hühner drauf. Hier auf dem Land. Oh, und das könnten wir kaufen, wenn wir 450 Edelsteine hätten. Wir haben 157. Ja. Ich weiß, ich habe ja eben noch 5 für eine Bank ausgegeben. Mhm. Aha. Und dann, um dann festzustellen, dass ja hier, glaube ich, eine Bank, da genau, da hinten geradeaus, dass hier ja eine Bank drauf ist. Ich hab's vergessen, Leute. Es tut mir leid. Mir passiert das auch schon mal. Vor allen Dingen, ich ohne Scheiß, ich träume mittlerweile von Farm Together 2, ne? Ich träume von den Bewegungen, die hier gemacht werden. Ich träume von den Feldern und alles. Das ist heftig. Also im positiven Sinne. Wir brauchen die Zucchini. Warum machst du jetzt die Paprika weg, wenn wir die gar nicht machen können? Also machst du, erstens können wir keine machen, weil wir kein Geld haben. Ja.
Nee, weil es nicht die Jahreszeit ist, nicht weil wir kein Geld haben. Weil es die Jahreszeit ist, es nicht. Das ja, aber dann machen wir doch ein neues Feld, so wie wir das immer gemacht haben. Nein, wir machen keine neuen Felder. Ja, natürlich. Nein, neues Feld. Das haben wir die ganze Zeit so gemacht. Oh, ich will immer X drücken. Ich hatte ja kurz Besuch auf meiner Farm heute, ne? Das erste Mal übrigens, nebenbei bemerkt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich fast meine Hühner gelöscht hätte. Stand dann so, möchtest du wirklich deine Hühner recyceln? So, nein! Wieso soll ich die recyceln wollen? Ich habe dann X und Y, das ist so blöd. Y ist ja markieren und X ist löschen, weißt du? Und ich hätte das fast bestätigt. Ah. Ja, da kannst du jetzt keinen Weizen mehr drauf. Wo ist denn jetzt das Geld hin? Wird gerade noch 1000. Hä? Ja, aus Versehen vorne Weizen hingepflanzt. Och, wieso denn da? Dafür haben wir doch jedes Feld. Was ich nebenbei gerade erweitern wollte. Ja. Oh, der Epi. Vor allen Dingen hast du gerade mal 4 Weizen rausbekommen, weil wir ja kein Geld haben. Ja, weil kein Geld da ist. Das ja, Problem hatte ich bei mir auch auf der Farm. Ja, das habe ich eigentlich weniger. Also wenn ich nochmal einen Schub habe oder sowas, dann habe ich wieder Geld. Guck mal, hier oben können wir die Zucchini dann hinmachen. Hier haben wir noch Platz frei. Oh, oder auch ja, nicht, weil wir jetzt kein Geld mehr haben. Bist du irgendwas am Pflanzen gerade? Nein, ich fahre nur hier rum. Ey, das ist nicht dein Ernst, dass die paar Felder hier jetzt 600 gekostet haben. Oder was hatten wir eben? 600? Ja, gemacht? Man kann nichts mehr hinmachen, ne. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Und jetzt könnten wir die Pflanzen und haben kein Geld. Mach was. Moment. Nee, ich hole mal eben Geld. Warte mal. Wieso steht jetzt hier nicht... Achso, doch Sommer. Hier, guck mal. Mach jetzt mal nichts, weil sonst haben wir gleich kein Geld mehr. Die setzen wir mal wieder neu hier. So, wieso haben wir jetzt trotzdem nur 77? Was machst du? Ich sag, mach mal nichts. Was hast du in diesem Satz nicht verstanden? Ich will aber was machen. Ja, dann warte aber doch wenigstens, bis ich neu gesetzt habe. Sonst haben wir doch kein Geld. Sonst können wir alles vergessen hier. Mach das weg. Ich habe das genau gesehen, dass du das falsch gemacht hast. Ja, ich mach das ja schon weg. Wie hast du das eigentlich gemacht? Warum machst du auch so eine Scheiße dahin? Warum machst du das so komisch hin? Weil man das übereinander macht und nicht eckig. Und jetzt warte. Die Jahreszeit dauert 17 Minuten. Denk dran. So, jetzt kannst du. Jetzt habe ich die Salate gesetzt. Jetzt kannst du erstmal alles, was wir noch gerade übrig haben, von mir aus da reinklatschen. Alter. Achso, du hast es schon gesetzt. Ich wollte gerade sagen, das kostet wieder 300 dafür. Boah, ich kann nichts mehr setzen. Wir haben wieder kein Geld. Ja, warte, ich gucke noch mal bei den Bäumen hier. Das ist zwar nicht viel, aber... Da hast du noch was. Ja, da kann ich eine hinsetzen für. Danke. Ja, entschuldige bitte. Ich gucke hier gerade, was wir alles haben, ja? Hinten haben wir auch noch mal Bäume. Es ist halt nicht so groß wie meine Farm. Da gehst du einmal durch die Bäume durch und dann hast du auch wieder mehr. Wir müssen ja noch dran arbeiten. Und da das jetzt ein bisschen länger dauert als im ersten Teil, so hast jetzt wieder 450, hast du wieder neu. Muss auch nur noch 45 Minuten warten, dann können wir auch wieder Blumen ernten. Warte mal, wir hätten 33 gepflanzt und 18 haben wir schon abgeerntet. Eigentlich reicht es schon, oder? Wenn es so richtig ist, ne? Ja, wir brauchen nur 32 eigentlich. Ja, und 33 habe ich gerade gepflanzt. Also müsste es ja nicht reichen. Wow, der Epi ist ein Schnellmerker. Ja, aber voll, ey. Kannst nicht machen. Ja, aber ich würde sagen, dann warten wir da. Also da macht da auch nicht mehr mit, sondern einfach nur dann nochmal neu machen quasi. Ach so, den Mist hier habe ich übrigens auch privat gehabt. Das verstehe ich nicht so ganz, weil wenn das nicht offen ist hier, dann macht der das ganz komisch, dann füttert der das nebenbei nicht. Und ich meine, das wäre im anderen Teil nicht so gewesen. Ich meine, solange, ich rede von den Hühnern hier, ich meine, solange dieser Teil hier angrenzt, müsste der eigentlich immer Nein, mit, ist doch logisch, die können doch nicht da reingehen oder rausgehen, wenn das nicht offen ist.
Ja, diese Logik hat aber Farm Together bisher noch nicht verfolgt. Ja, aber ja? Jetzt haben sie die. Das habe ich denen gesagt. Das ist ja auch nicht logisch, dass du dich vorne an den Teich stellst und angelst und da sind 100 Fische auf einmal raus. Also erzähl mir jetzt nichts von Logik hier bei dem Spiel. Und das ist nicht negativ gemeint, bevor jetzt wieder der ein oder andere ankommt von wegen, du bist jetzt hier aber meckern. Wenn ich eine Dynamitstange da reinwerfe, dann habe ich die 100 Fische. Ja, wenn du eine Dynamitstange reinwirfst, aber nicht, wenn du mit einer Angel reinkommst. Wobei, das muss ich sagen, haben sie auch sehr viel besser jetzt gemacht. Es hat mich heute eine drauf angesprochen. Mir ist das vorher ehrlich gesagt gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe es natürlich realisiert, aber jetzt nicht so bewusst, sage ich jetzt mal, drüber nachgedacht. Dass du jetzt ja im Vergleich zu vorher deine Fische mit einem Schlag rausholen kannst, ne? Egal wie groß der Teich ist. Das war ja vorher nicht. Da musstest du ja immer angeln und dann wieder angeln. Und es geht schneller. Achso, haben wir jetzt die... Jetzt weiß ich, was ich da hinten wollte. Ich wollte die Tankstelle dahin bauen. Ja, aber das kostet doch wieder Dings. Ja, da müssen wir die jetzt ausgeben. Das ist... Willst du lieber was mehr Benzin haben oder willst du auch was anderes sparen? Mehr Benzin haben. Ich will fahren wie so ein Wilder. Ja, das glaube ich. So, ich stelle dir jetzt erstmal hier oben hin. Jetzt brauche ich aber erstmal Benzin. Du hast mein Benzin da weggenommen gleich. Ich habe gar nichts weggenommen. Du bist ein Benzindieb. Diebin. Wieso sind die ja unterschiedlich? Eine Minute und... Achso, weil wir erstmal das Geld holen mussten, ne? So, jetzt gucken wir noch mal. Das können wir auch. Jetzt mal nichts kaufen, ja? Ich kaufe gerade nichts. Nee, weil ich setze nämlich dann hier wieder neu, weil sonst machen wir Verluste. Das ist auch etwas, was ich euch nur ans Herz legen kann. Wenn ihr eine Farm habt, sorgt immer dafür, auch wenn ihr rausgeht, dass die Felder voll sind. Weil wenn ihr am nächsten, also abends jetzt zum Beispiel, wenn ihr rausgeht, wenn ihr am nächsten Tag nämlich wieder reingeht, könnt ihr alles, was da drin ist, es sei denn natürlich, es dauert 24 Stunden, bis es fertig ist, dann ist das nicht so gut. Aber alles, ich sag jetzt mal, bis zum nächsten Tag, wenn ihr wieder spielen könnt, ich sag mal 8 Stunden oder 12 Stunden, kann man ja darauf achten, was man setzt. Alles, was man reinsetzt, kann man dann auch wieder abernten. Und ihr macht keinen Verlust, ihr macht nur Gewinn, weil ihr kriegt ja immer ein bisschen mehr raus als das, was ihr draufsetzt. Insofern, lasst das Geld über Nacht arbeiten. Habt am besten nie so nach dem Motto, ich spare mir jetzt mal 10.000, die lasse ich jetzt drin. Sondern macht es immer so, dass ihr immer wieder was Neues draufsetzt. Das ist ganz wichtig, gerade am Anfang. Achso, das ist nun Frühling. Und ich kann euch nur empfehlen, je nachdem, welches Level ihr habt, fangt, sobald ihr die freigeschaltet habt, damit an, dass ihr Kartoffeln setzen könnt. Also anfangs natürlich ein bisschen mit Salat. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr den dann auch immer wieder neu machen und so. Und da kriegt ihr dann immer wieder so Kleinbeträge, sage ich mal, raus, wenn ihr den Salat macht. Upsala, habe ich jetzt drauf gedrückt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Nacht was machen wollt, da sind die Kartoffeln zum Beispiel sehr gut für. Die haben auch im Vergleich zu anderen Sachen ein bisschen mehr XP. Sobald ihr die freigeschaltet habt, nimmt die Melonen. Die haben sehr gut XP, dauern allerdings auch länger. Also die kann man sehr gut über Nacht setzen zum Beispiel. Und der absolute Burner, ich habe es jetzt nicht verglichen mit dem alten Spiel, muss ich sagen. Aber der absolute Burner war immer der Weizen. Jetzt gucke ich selber mal. Okay, der ist jetzt ein bisschen... Oh, die Melonen dauern nur noch 1,5 Stunden, sehe ich gerade. Wow. Das haben sie verändert. Deswegen ist auch der Weizen jetzt so schnell fertig. Ich habe mich schon gewundert, weil normalerweise habe ich den Weizen ja angepflanzt im ersten Spiel und konnte den vielleicht abends wieder runterholen, ne? Mhm. Aber jetzt bin ich immer so, wenn ich länger drauf bin, immer wenn das dann geht, bewässere ich den dann wieder und so. Und dann habe ich den in relativ kurzer Zeit wieder abernten können. So bei der nächsten, übernächsten Jahreszeit, wenn das dann wiederkommt. Der dauert auch nur noch 1 Stunde 15 Minuten, sehe ich gerade. Also das... Ist mir vorher noch nicht aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist eine große, große Verbesserung, weil dadurch könnt ihr natürlich das ein bisschen ausgleichen, dass ihr den XP-Buff nicht mehr habt. Übrigens dazu noch kurz eine Anmerkung, der soll wohl auch wieder kommen. Ich weiß nicht, warum er jetzt noch nicht drin ist. Vielleicht, weil sie nicht genug Zeit hatten zum Programmieren oder so und es aber zeitlich dann rausbringen wollten. Ich weiß es nicht. Aber der soll definitiv wieder eingeführt werden, laut Entwickler.
Und ja, aber Weizen ist immer noch besser. Also ich sehe es jetzt, ich vergleiche es jetzt hier gerade mal so ein bisschen. Da hat man 100, da hat man auch, ja, da hat man etwas weniger als 100. Der macht minimal weniger Ertrag, ist aber auch 15 Minuten, also standardmäßig vorher fertig und gibt ein XP mehr. Was mir übrigens noch nicht aufgefallen ist, was mir gerade so auffällt, ist, dass die XP doch deutlich geändert haben, glaube ich, zum ersten Teil. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Oh, aber jetzt sind... Ja gut, die Kürbisse, okay. Die Kürbisse machen auch gut XP, aber die sind bei einem Tag. Warum sind die eigentlich einen Tag und alle anderen sind so schnell? Ja. Das, Und die sind teuer, wenn du die, ich glaube, über 1000 fürs Pflanzen. Ja, ja, das habe ich nicht gesehen, ne? Und dann habe ich die gesetzt bei mir und auf einmal plupp, mein ganzes Geld war weg. Ich denke so, scheiße, wo ist mein ganzes Geld jetzt hin? Ja, so schnell passiert das. So, wenn wir jetzt hier nochmal schnell die Hühner ein bisschen ab... Bist du gerade in der Stadt oder bist du jetzt? Nee, ah, nee, da hinten bist du. Ja, ich sehe schon. Hattest du eben was aus der Windmühle hier genommen? Ja. Also okay. Diamanten. Ich habe schon gedacht, da kommt jetzt nichts raus. Die finde ich übrigens optisch sehr schön. Aber wenn man überlegt, dass man jede Stunde nur 5 Diamanten da rauskriegt, also habe ich keine Lust, die mir hinzustellen. Ich meine, eine Mal, ne, und gerade für den Start und so ist das okay. Um Geld zu machen, könnte man natürlich zum Beispiel auch diese Brunnen wieder aufstellen. Aber... Ich sag mal, je mehr du anpflanzt, umso schneller kriegst du auch das Geld, muss ich dazu sagen. Jetzt also, Bananen da nicht angepflanzt? Nee, ne? Aber Bananenbäume. Ich habe bei mir zum Beispiel den Pfirsichbaum. Ja, ja, Pfirsichbaum habe ich angepflanzt. Der bringt auch hier ziemlich viel Ertrag. Haben wir den hier schon freigeschaltet? Das heißt, viel Ertrag geht so. Ja, ja, den ist freigeschaltet, aber der ist auch teuer. Ja, 60. Ja, gut, ist natürlich das Sechsfache von den anderen Bäumen. Ist aber, ja gut, der ist aber wenigstens 2 Jahreszeiten da. Also der Bananenbaum bringt noch mehr, ist aber nur im Sommer da, ne? Ja. Muss man dazu sagen. Die anderen sind auch 2, ja, der ist sogar 3 Jahreszeiten. Also eigentlich bringt der Birnenbaum mehr, weil du den 3 Jahreszeiten abernten kannst. Und der würde insgesamt 63 bringen. Und der Pfirsich bringt 60 auf 2 Jahreszeiten. Weißt du? Und kostet noch wesentlich mehr. Der kostet 1000 und der Birnenbaum 260. Also wenn man durchgehend das abernten kann, bist du mit dem Birnenbaum echt gut dran. Den sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr pflanzen. Gut, der Apfelbaum ist jetzt aktuell, der ist, ja gut, der ist schon Stufe 17, der ist sogar schon hoch. Der würde dann 40 bringen, weil man den 4-mal abernten kann, ne? Jetzt ist es ja schon wieder... Ja, aber wenn du zum Beispiel 20 von den Birnenbäumen pflanzt, dann hast du halt auch immer deine 420 Gold für einmal abernten. Und wenn der alle Jahreszeiten, 3 Jahreszeiten hat, auch nicht schlecht. Ja, deswegen sage ich ja, wir sollten auf jeden Fall auf Birnenbaum gehen, wenn wir ein bisschen Geld jetzt wieder haben. Und im... Nee, das ist im Sommer und Herbst. Dann können wir den Weizen nochmal machen. Der bringt nochmal ein... Ja, wir haben jetzt nur 3 oder 4 Felder, glaube ich. Aber der bringt grundsätzlich immer nochmal einen guten Schub. Auf jeden Fall. Der hier vorne ist jetzt ein 3... Achso, das war der, den du gemacht hattest. Der wäre jetzt eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt hinten eventuell nochmal gießen kann, dann stimmt das wieder mit dem überein, was ich gesagt habe. Dass wir das quasi dann... Nach der nächsten... Na nee, der hier ist 18 Minuten. Das können wir dann noch in der nächsten Folge im Endeffekt machen. Ich warte ja auf die Linsen. Mir ist nämlich aufgefallen, die Linsen... wo sind sie denn? Sind die einzigen aktuell, die ich bisher, also auf fast Level 33, privat freigeschaltet habe, die dieses... Ja, was ist denn das? So ein Kernsymbol? Ich weiß nicht, was das sein soll. das sind ja Hülsenfrüchte. Ach, steht das, aber da müsste das doch eigentlich beim Weizen auch sein, oder? Aber da steht halt Weizen. Warte mal, die bringen 383. Die kannst du übrigens abernten, ne? Die sind hinten fertig, ne? Ja, aber die können wir nicht neu machen. Die können wir erst nächsten Dings machen. Ach, die bringen nächste mehr Jahreszeit. Als der Weizen. Kosten brauchen aber auch sehr lange, ne? Das brauchen nicht vergessen. Lange.
Es ist ähnlich wie mit dem Fischen, dass du manchmal denkst, oh ja, der würde eigentlich gut was geben, aber dann braucht der 6 Jahreszeiten. Der höchste, den ich bisher hatte, der war 12 Jahreszeiten, glaube ich, bis der wieder geangelt werden kann. Und du stehst dann da und denkst dir, oh mein Gott. So lange wollte ich jetzt nicht warten. Ich meine, klar, du machst sowas normalerweise nebenbei, da muss man dazu sagen. Ja, wie lange müssen wir jetzt noch auf das Haus warten? Auch eine halbe Stunde. Das heißt, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Ach, hier ist auch noch Weizensicht. Ach, nee, hier können wir nicht, weil hier ist dieser Hügel. Warum ist hier eigentlich Weizen? Ja, ich habe hier mal ein Feld Weizen hingemacht gehabt, weil hier ein Feld war, ohne was drauf. Ja, da sollten eigentlich die Blumen hin, damit die alle in einer Ecke sind. So. Wobei das hier auch schon wieder anders aussieht als bei mir privat. Hier ist jetzt Wüste. Was ich auch irgendwie seltsam finde, dass da. Also, hat einen coolen Effekt, aber ich finde, das sieht irgendwie seltsam aus. Ich denke mal, das ist tatsächlich nur, damit man den Terraformer auch mal benutzt. Weißt du, dass man sich das alles umgestalten kann. Dass man das dann in eine Ebene macht, dass man den Boden ändert und so weiter. Dass man weiß, was überhaupt möglich ist. Achso, wie viel braucht man hier nochmal? 450. Denk dran, wir müssen 450 Edelsteine sammeln, ne? Mhm. Damit wir hier nochmal eine Erweiterung machen können. Weil wir brauchen definitiv ein bisschen mehr Platz, um was anzubauen. Sonst stehen wir hier und wollen und können nicht. Deswegen immer das wieder draufsetzen. Also jetzt im Moment zumindest. Was wir vorher drauf hatten. Weil dann machst du immer Gewinn. Später können wir das mal tauschen. Aber jetzt aktuell machst du dann immer Gewinn damit. Wieso das? Weil du dann das Gleiche wieder draufsetzt, aber den Gewinn bekommst. Ja, gut. Ist doch logisch eigentlich. Hier vorne ist nochmal Salat, den könnten wir nochmal erneuern. So. Möhren sind fertig, die hole ich mir und mach die neu, ne? Kannst du die gerade neu? Ja, kannst du neu machen, okay. Oh, die Kartoffeln sind auch wieder fertig. Zumindest ein Teil davon. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal so der Reihe nach hier hoch. Keine Ahnung, warum die jetzt hier gerade alle der Reihe nach aufplüppen. Weil wir die ja eigentlich immer anders, also immer mit dem Wagen bearbeitet haben. Soweit ich weiß, aber ich nehme das jetzt mal einfach so hin. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video zur nächsten Jahreszeit. Wieder hier. Wir arbeiten jetzt hier noch fleißig weiter, das was geht, und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Und das geht dann weiter. Beziehungsweise ihr seht uns dann einen Tag später wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.